Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Classic. Wir haben beim letzten Mal in der tiefen Schachtmine ein bisschen aufgeräumt. Dann hier zwischen den Stonefields und den McLuhs so ein bisschen kommuniziert. Und so hat die jetzt was gemacht. Ich weiß nicht, warum ich hier diese Plaketten jetzt plötzlich alle anhabe. Auf jeden Fall sollen wir jetzt ihren Liebsten hier finden irgendwo. Wo auch immer der sich gerade rumtreibt. Ich will das vielleicht auch gar nicht so genau wissen. Oh, scheiße. Das war nicht geplant. Nicht im geringsten übrigens. Da hinten ist er. Oh hey, wir haben ihn wenigstens gefunden. Schönen guten Tag. Was habt ihr? Mel ist der einzige Lichtschein in meinem trüben Leben. Schnell, lasst mich ihren Brief sehen. Ach, ich kann es nicht ertragen, dass wir getrennt sind. Ich muss sie unbedingt sehen. Bitte sprecht mit meiner Großmutter, Daria. Wenn irgendjemand einen Weg weiß, wie ich mit Mabel zusammen sein kann, dann ist sie das. Ihr findet sie in unserem Haus östlich von hier. Jo, das kriegen wir doch irgendwie hin. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Homer! Homer Stonefield! Gut, da hinten läuft ein Spieler, Neoshare. Yeah. Das Licht sei mit euch. Solange die Feindschaft zwischen unseren Familien besteht, sehe ich keine gemeinsame Zukunft für Tommy Joe und Mabel. Aber vielleicht können wir sie ja wenigstens für kurze Zeit zusammenbringen. Was kann man da machen? Ich möchte wetten, William Pestel hat einen Trank, der unsere beiden Liebenden zusammenbringen kann. Hier, bringt wem diese Nachricht. Er wohnt im Gasthaus der Höhle des Löwen in Goldheim. Auch das kriegen wir hin. Denn nach Goldheim ist es jetzt nicht so eine weite Strecke. Also Stufe 7 kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wir können uns dann, glaube ich, auch neue Zauber kaufen. Okay. Unter den Bedingungen kann ich dann doch nicht weglaufen. So haarig aus. Ich gucke gerade mal, dass ich jetzt automatisch mal Level 7 werde. Das ist ja jetzt so kurz davor. So. Oh, Kacke. Brauche ein Ziel. Okay, diesmal hat sich an den MP aber scheinbar nichts geändert. Seid immer noch bei 330.
So, jetzt werden wir auf jeden Fall ganz, ganz viel lesen müssen. Wie geht's? Hat er den Goldstaub für mich? Für mich? Danke für den Goldstaub, Adariel. Hier habt ihr euer Geld und ihr habt noch eine kleine Zugabe von Freunden von mir. Das könnte vielleicht noch nützlich werden. Eine neue Gefahr bedroht den Wald von Elven, Adariel. In Murlocs kommen die Bäche und Flüsse im östlichen Elven hinaufgeschwommen. Betreiben die Fische und greifen einfache Leute an. Ich habe Marshall Dung bereits gewarnt. Aber der macht sich größere Sorgen wegen der Gnole und der Banditen. Er ist nicht überzeugt davon, dass die Murlocs eine Gefahr darstellen. Bitte sprecht mit Dung, Adariel, und bringt ihn dazu, dass er Verstärkung in den Osten schickt. Schönen Tag. Wir versuchen es. 22. Grüße. Das sind allerdings schlechte Nachrichten. Was kommt als nächstes, Drachen? Wir werden wohl unsere Patrouillen rund um die Minen verstärken müssen. Habt Dank für eure Bemühungen, Adai, und wartet einen Moment. Ich habe vielleicht noch eine andere Aufgabe für euch. Dank euch wissen wir jetzt, dass Kobolde sich in der tiefen Schachtmine eingenistet haben. Jetzt brauchen wir nur noch einen Speer, der die weitere entfernte Jaspersmine untersucht. Erforscht die Jaspersmine und bestätigt mir, ob sich dort tatsächlich Kobolde aufhalten. Die Mine erreicht ihr, indem ihr der Straße nach Osten folgt, bis ihr zum Turm von Azora kommt. Wenn ihr euch am Turm nach Norden wendet, dann findet ihr die Mine im Vorgebirge. Das Licht segne euch. Achso. Seid vorsichtig. Was? Ja, ich habe mit Remy darüber gesprochen. Er ist ein guter Händler und ich respektiere ihn. Aber alle Berichte von Murlocs im Osten waren bisher bestenfalls bruchstückhaft. Nehme eure Sorge zur Kenntnis, aber solange ich nicht einen zuverlässigen Bericht aus berufener militärischer Quelle erhalte, der bestätigt, dass die Murlocs tatsächlich eine Bedrohung darstellen können, wir es uns nicht leisten, weitere Soldaten nach Osten zu schicken. Falls ihr befürchtet, dass die Gerüchte über das Auftauchen von Murlocs wahr sein könnten, dann tut das folgende. Begebt euch zur östlichen Elbenbrücke und sprecht mit Vare Thomas. Er ist seit einer Woche an der Brücke stationiert und wird deswegen wissen, wie es in der Gegend aussieht. Bringt mir seinen Bericht. Ziehe den Ehrenfreund. Okay. Braucht ihr etwas? Habt ihr schon die Kerzen gesammelt? Haben wir. Ihr habt wohl einfach Kobolde gejagt. Hm? Danke für die Kerzen. Hier habt ihr eure Belohnung. In Stormwind wartet mein Bruder morgen auf die Lieferung der Kerzen. Ich habe selbst nicht die Zeit, um mich auf die Reise zu begeben. Aber wenn ihr ihm die Lieferung überbringen wollt, so wird er euch gut bezahlen. Ich habe die Kerzen schon fertig verpackt. Ihr findet morgen in unserem Geschäft im Handelsdistrikt von Stormwind. Es heißt Pestlers Apotheke. Auf dann. Hallo. Ihr habt eine Nachricht von Oma Stonefield, hm? Ich habe habe Mildred schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich frage mich, was so wichtig ist, dass sie mir schreibt. Melbe und Tommy Joe, diese armen Kinder haben mein ganzes Mitgefühl. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mich einst fühlte, als ich selbst noch jung und verliebt war. Es muss so etwas geben, das ich tun kann, um ihnen zu helfen. Lasst mich einen Moment nachdenken. Ich könnte einen Unsichtbarkeitsschnaps für Mabel brauen, damit sie sich aus den Weinbergen der McLuhs fortstehen und Tommy Joe sehen kann. Um den Schnaps herzustellen, brauche ich etwas Kristalltang. Dieser Tank wächst normalerweise im Meer, aber manchmal wird er auch von den Murlocs gesammelt. Geht und schaut, ob die Murlocs im Kristallsee welchen haben. Der Kristallsee liegt ein kleines Stück östlich von Goldheim. Schönen Tag auch. Okay. Dann gucken wir auf jeden Fall jetzt einmal nach oben. Was kann ich für euch tun? Magierausbildung. Darin werden wir uns auf jeden Fall einmal ausbilden lassen. Feuerball. Und Feuerschlag. Stufe 8 erst. Oh, Stufe 60.
Blizzard. Eisbarriere, Frostblitz. Huh. Man sieht sich. Okay, Feuerball Rang 2. Dann einmal Essen herbeizaubern. Das Licht sei mit euch. So. Warte. Mal zu kaufen. Achso. Boah, dafür brauchen wir 25 Silber. Für die Allianz. So, dann haben wir immerhin 2. So, ich muss aber ganz kurz die Heizung anmachen, weil sonst friere ich mir hier gleich den Arsch ab. Vor allem, wenn ich gleich streamen will. In 2 Stunden. Das wäre dann nicht ganz so witzig. Namensplaketten gehen mir so ein bisschen auf den Keks. Was kann ich für euch tun? Auf den Keks. So. Also wir könnten jetzt einmal zurück zu Billy gehen und einmal nach Stormwind. Aber wir machen jetzt einmal hier noch den Tang. Prinzessin muss sterben, könnte man machen, sollten wir aber noch nicht tun. Und wir holen uns jetzt aber erstmal den Tang. Dazu müssen wir erstmal Murlocs töten. So, Kacke. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich weiß nicht, ob mir wache Roberts helfen kann. Das lädt immer noch auf. Okay, wache Roberts kann mir auf jeden Fall nicht helfen. Sei mit euch. Ah, okay. Ich glaube, dies wird aber ein recht kurzer Part. Weil ich mich dann, wie gesagt, gleich einmal nochmal kurz hinlegen will vom Stream. Und mal gucken. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. So. Jetzt.
Okay, das werde ich nicht überleben. Mein Mana ist zu niedrig. Würde ich halt einfach echt überleben. So. Ich muss mich ja nicht unnötig in Gefahr bringen. So. Okay, das ist dieser Läufer. Der läuft immer durch 30 Ecken geführt. Läufer sind halt mit am gemeinsten. Nicht. Von 4. Kann ich noch nicht wirken. So. Gucken wir uns einmal hier hin. Das sind nur Moloch-Läufer. Jetzt fehlt nur noch eins. Oh, ich hasse Murlocs, ne? Murlocs sind so richtig... richtige Ärsche. Gott sei Dank, wir haben's. Und einmal wieder zurück. Uiuiuiui. Mm-hmm.
Die Suche nach dem Tag. Sehr gut. Können wir das nämlich einfach direkt beenden? Dann würde ich nämlich auch Feierabend machen. Braucht ihr etwas? Habt ihr den Kristalltank? Ich bin mir sicher, Melbe kann es kaum erwarten, zu ihrem Fähre zu kommen. Ihr habt den Tank bekommen, ausgezeichnet. Was nur einen kleinen Moment, während ich den Tank baue. Mögen eure Reisen sicher sein. Schönen guten Tag. Hallo? Bringt der jungen Melbe diesen Unsichtbarkeitsschnaps. Seine Wirkung sollte so lange anhalten, dass sie Tommy Joe besuchen kann. Auf dann. Gut. Ja gut, zu dem Pärchen geht's aber wirklich erst beim nächsten Mal. Ich würde sagen, ich beende hier einfach den Part und wir sehen uns hier beim nächsten Mal.